Wenn ich eine Frage bestimmt schon 100-mal gestellt bekommen habe, dann ist es sicherlich die nach der richtigen Technik. Welche Kamera hast du, Arthur? Welche benutzt du? Welches Licht brauche ich wirklich, um gute Instagram-Bilder zu machen? Welches Mikrofon soll ich mir für YouTube kaufen? Um diese Fragen endlich mal zu beantworten, gibt es dieses Video heute. Dementsprechend ganz viel Spaß beim Zuschauen. Hi, mein Name ist Arthur und ich mache Content. Und in diesem Video beantworten wir endlich mal die Frage, hey, welche Technik brauchst du denn wirklich, um auf Social Media durchzustarten? Und ich könnte dieses Video eigentlich innerhalb einer Sekunde beenden, indem ich sage, welche Technik brauchst du? Es kommt drauf an. Denn es kommt drauf an, was willst du konkret erreichen? Denn die beste Kamera, das beste Mikrofon, das professionellste Licht nützt dir gar nichts, wenn du nicht weißt, wer ist deine Zielgruppe? Was ist deine Plattform, die du bespielen möchtest und welches Ziel hast du überhaupt auf Social Media? Denn ich kann erst guten Content liefern, gute Geschichten erzählen, gute Videos drehen oder gute Fotos machen, wenn ich weiß, wo ich überhaupt hin will. Weil gute Inhalte sind dann gute Inhalte, wenn sie meiner Zielgruppe schmecken. Weil was für die eine Firma zum Beispiel funktioniert, funktioniert für die andere gar nicht. Bevor ihr einen Riesenhaufen Geld für teure Technik ausgibt, stellt euch die Frage, okay, was will ich überhaupt mit Social Media erreichen? Wo will ich hin? Mit wem rede ich? Was ist die richtige Plattform? Und passe ich auch zu dieser Plattform? Wenn ihr diese Fragen beantwortet habt, dann können wir uns überlegen, okay, was ist denn die richtige Technik? Und beginnen tun wir mit der richtigen Kamera. Und die Frage nach der richtigen Kamera kommt immer auf die Frage an, mit was kann ich persönlich denn wirklich umgehen? Für mich ist es relativ leicht zu sagen, welche Kamera ich brauche, weil ich genau sagen kann, welche Bedürfnisse ich habe. Wenn ihr diese Frage noch gar nicht beantworten könnt und einfach ganz neu in dieser Content- und Social-Media-Welt seid, dann fangt mit den Mitteln an, die ihr zur Verfügung stehen habt. Und das ist meistens das hier. Egal ob iPhone, Samsung, Huawei oder ähnlichen, haben heutzutage so kranke Kameras und so gute Bearbeitungsmöglichkeiten, dass ihr damit wirklich saftig 80% abdecken könnt. Also 80% eurer Medienleistung für Instagram, TikTok, Facebook und Co. könnt ihr ohne Probleme mit dem iPhone oder dem Samsung oder welche Marke auch immer abdecken. Das hier ist die Sony ZV-1, eine kleine, süße, aber unglaublich starke Kamera, die alles bietet, was man benötigt als Influencer oder eben Social-Media-Beauftragter. Klappdisplay, Sony hat es verstanden. SD-Karteneingang, Face-Tracking bzw. Augen-Autofokus, eine lichtstarke Linse mit einer guten Bandbreite von ganz breit bis ganz nah, mit digitalem Zoom und allem, was man so braucht. Also hier auf jeden Fall ein gutes All-Rounder-Paket. Wenn ich mich wirklich etwas tiefer mit dem Thema Fotografie und Videografie beschäftigen möchte, ist die APS-C-Kamera auf jeden Fall eine super tolle Empfehlung. Das hier ist jetzt die A6600 von Sony. Ich bin absoluter Sony-Fan, werde von Sony nicht gesponsert, bin aber ein Riesenfan derer Produkte, würde auch nie wieder zurück zu Canon oder ähnlichem wechseln. Stand per jetzt macht Sony alles richtig und mit so einer APS-C-Kamera mit allen notwendigen Anschlüssen, mit der Wechsellinse und mit der Power, die diese kleinen Biester haben, ist es hervorragend, in das Fotografie- und Content-Game einfach einzusteigen. Und wenn wir dann nochmal eine Stufe weiter sind und noch mehr andere Bedürfnisse nach noch mehr Technik haben, dann kann man sich mit dem Thema Vollformatkameras beschäftigen, wie hier mit der A7 III oder die, mit der dieses Video hier aufgenommen wird, mit der FX III. Aber wenn wir uns auf dem Level bewegen, im Bereich Vollformat und ähnlichem, dann sind wir an dem Punkt, dann schaut ihr dieses Video hier nicht an, weil dann wisst ihr, was ihr braucht. Ich würde hier auf jeden Fall zu einem vernünftigen Richtmikrofon oder eben zu einem Lavalier-Mikrofon, das ist das, was ich hier am T-Shirt habe, greifen. Denn damit könnt ihr entweder per Funk oder direkt per Klinke 3,5 mm oder auch beim iPhone per Lightning direkt ins Smartphone rein und könnt damit eben den Ton um 10, 20 Stufen nach oben verbessern. Und das sorgt einfach dafür, dass eure Nutzer eure Inhalte deutlich lieber konsumieren.
Wenn der Ton stimmt, würde ich mich mit dem Thema Licht beschäftigen. Denn für die meisten Aufnahmen, egal ob es Produktfotografie oder Porträtfotografie oder auch einfach nur TikTok-Content per Video auf dem Smartphone ist, Licht macht immer den entscheidenden Faktor aus, ob eine Szenerie spannend ist oder nicht. Weil ihr könntet mich jetzt so sehen oder so. Gute Lichthersteller sind zum Beispiel Godox oder auch Neewer oder, wenn das Budget ein bisschen lockerer sitzt, natürlich Aputure. Ich habe euch hier einige Lichter verlinkt. Und wenn ihr einen hervorragenden Shop sucht, wo ihr den ganzen Kram außerhalb der großen, bösen amerikanischen Konzerne herbekommen sollt, dann solltet ihr jetzt aufpassen, weil ich darf den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Der Sponsor des heutigen Videos ist Foto Franz, mein Haus- und Hofladen rund um das Thema Kameras, Linsen, Mikrofone und Technik. Nils, David und die ganze Crew dahinter machen hier einen hervorragenden Job, bieten perfekten Service, egal ob ihr eine Einstiegskamera sucht, mal kurz ein Passbild braucht oder wirklich, wie ich jetzt hier, meine neue Sony FX3 kaufen durfte. Die Jungs sind top, super freundlich, perfekte Lieferzeiten. Innerhalb von wenigen Tagen ist das Zeug bei euch zu Hause, ein angenehmer Online-Shop und ihr habt im Vergleich zu den großen anderen Händlern einfach einen persönlichen Ansprechpartner. Und jeder, der schon mal irgendwas gekauft hat, was ein paar tausend Euro gekostet hat, und eine neue Kamera kostet nun mal so viel Geld, der ist froh, wenn er bei einem Schaden oder wenn mal was nicht funktioniert, mal kurz das Handy zücken kann und anrufen kann und sagen, hey, hilf mir mal aus der Patsche. Deswegen vielen, vielen Dank an Foto Franz für das zur Verfügung stellen der ganzen Technik und auch der ganzen Möglichkeiten und fürs Sponsoring dieses Videos. Lass uns das Ganze noch mal kurz zusammenfassen. Welche Technik brauche ich wirklich? Es kommt drauf an. Für die meisten reicht zum Starten ein gutes, starkes Smartphone mit dem passenden Mikrofon, um einfach den Ton zu verbessern. Wenn ich mich dann weiterentwickeln möchte, mich mit dem Thema Contentproduktion und Ähnlichem vertiefen möchte, dann ist eine Point-and-Shoot-Kamera mit wie die Sony ZV-1 zum Beispiel hervorragend. Wenn ich mich dann noch weiterentwickeln möchte und sage, okay, ich möchte jetzt auch verschiedene Linsen kaufen, möchte in das Kamera- und Fotografie- und Videografie-Game wirklich einsteigen, dann können wir auf jeden Fall zur A6600, also zu einer APS-C-Kamera greifen und die nächste Stufe danach wäre auf jeden Fall hier die Vollformatkamera. Was ich aber neben diesen ganzen Kameras natürlich beachten sollte, sind die wirklich wichtigen Elemente: gutes Licht, gute Geschichte, gute Zielgruppe, genau wissen, für was ich und für wen ich produziere. Und dann kann ich mich mit dem Thema Kameras beschäftigen. Ich hoffe, ich konnte euch hier einen kleinen Einblick liefern rund um das Thema Technik für Social Media. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gerne auch Feedback zu diesem Video dalassen. Ich freue mich über alles, was hier kommt. Dementsprechend vielen Dank fürs Einschalten. Lasst dem Video ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge.